Es war ein sonniger Nachmittag in einer irländischen Stadt 1920. William Horace, ein gebildeter Geschäftsmann, nahm einiges an Geld zusammen und kaufte eine hohe Anzahl an Theatertickets für den nächsten großen Auftritt in der Stadt. Für jedes gekaufte Ticket wählte er einen individuellen Platz im Theater aus. Und spendabel wie er war, verschenkte er alle gekauften Tickets an eine Vielzahl an glatzköpfigen Personen in der Stadt. Die beschenkten Männer bedankten sich. Und als der Tag des Auftrittes kam, setzte sich William in die oberste Etage vom Theater neben eine Vielzahl an prominenten Leuten. Eine Etage unter ihm saßen die glatzköpfigen Leute, starrend auf das spannende Theaterstück. Er stand auf, sah die Scheinwerfer leuchten. Er schaute runter, lächelnd. Denn die Reflexion von den Glatzen ergaben durch die Anreihung der Sitze die Buchstaben F-U-C-K. Diese Geschichte ist wahr. William Horace war ein Troll. Ein Mann namens Viktor Lustig gab sich als Bürgermeister aus und hat es geschafft, den Eiffelturm zu verkaufen. Und einer mit sehr viel Humor hatte mal 50 Leute zu einer Party eingeladen, die alle lustigerweise den gleichen Vornamen hatten. Hey! Ich heiße Geralt. Hey, ich heiße auch Geralt. Und? Heißt ihr auch Geralt? Wir heißen alle Geralt. So eine Art von Menschen gab es also schon immer. Und rund 100 Jahre später, als die Leute anfingen, das Internet zu nutzen, entwickelten sich die Trolle weiter. In den Anfängen des Internets war Trolling nicht sonderlich spektakulär. Es war gang und gäbe, auf die Frage, wie heißt der Song, The Root, Sandstorm zu antworten. Und neben viel zu vielen Trollgesichtern und Rage-Comics, sowie wilden Theorien darüber, wie man die Gesetze der Physik brechen kann, füllte sich das Internet langsam mit ausgedachten Creepypasta-Stories. Beispielsweise entstand die Story von Slenderman in den frühen Tagen des Internets, allein um anderen Angst einzujagen. Die Geschichte inspirierte nicht nur die berüchtigten Endermen aus Minecraft, sondern auch zahlreiche Spiele und natürlich auch Parodien von der Figur. Doch die Geschichten müssen nicht immer erfunden sein. 2005, Harry Potter. Wir stehen kurz vor dem Release des 6. Buches. Harry Potter-Fans der ganzen Welt sind hyped darauf zu erfahren, wie die spannende Geschichte weitergehen wird. Wird Hagrid in einen Baum verwandelt? Wird die weit verbreitete Fanfiction-Story, in der Harry Potter eigentlich die ganze Zeit eine Frau war, doch schließlich wahr werden? Man weiß es nicht. Doch Moment mal, gibt es etwa ein Leak vom Ende? Bevor das Buch überhaupt offiziell auf den Markt kam, wussten ein paar Leute bereits, Snape tötet Dumbledore. Und so machte sich eine Gruppe an Teens auf den Weg, vermutlich mit dem Auto ihrer Mutter, zu den nächstliegenden Buchläden, wo die größten Harry Potter Fans Schlange standen, um den Halbblutprinzen zu kaufen. Und die Trolle waren erbarmungslos. Snape kills Dumbledore! Oh! Snape kills Dumbledore! Und das Ganze wurde beim letzten Harry Potter Teil, ein Jahr später, natürlich noch extremer wiederholt. Lupin dies! Snape's dead! Snape kills Hagrid! Good book! Spoiler haben sich danach als gängige Trollmethode ziemlich gut bewährt. 2019, der Release des letzten Avengers-Teil Endgame stand vor der Tür. Der Hype war groß. Und wer hätte es gedacht? Es gab geleakte Footage von den wichtigsten Stellen des Filmes. Und doch die Leute von Marvel Entertainment hatten eine geniale Idee, wie man dafür sorgt, dass diesmal keiner gespoilert wird. Don't spoil the Endgame. Don't do it. Don't spoil the Endgame. I'm watching you. Und nach diesem Video kam keiner mehr auf die Idee, irgendetwas zu spoilern. Iron Man stirbt, Ant-Man stirbt, Black Widow stirbt. Doch eine Plattform sollte das Trollen im Internet für immer verändern. 4chan, eine komplett anonyme Plattform, wo Leute ihre geistigen Ergüsse ablassen können. Alle nennen sich gegenseitig Retards, alles ist ein Shitpost und alles ist extrem politisch unkorrekt. Jedenfalls hatte 4chan einen Vorteil. Sie waren als Troll-Kollektiv extrem mächtig. 2010, jedes, wirklich jedes 14-jährige Teenie-Mädchen hat das Bieber-Fieber. Hier hat jemand die Luft, die Justin Bieber mal atmete, in einem Glas aufbewahrt. Diese Frau hier sollte dringend mal zum Doktor gehen. Und die hier küssen den Boden, weil Justin Bieber da mal langgelaufen ist. Das Justin Bieber Marketing-Team hatte einen genialen Plan. Für die anstehende Justin Bieber Welttour soll eine Online-Abstimmung das Land bestimmen, in dem Justin Bieber zuerst auftreten soll. 4chan fragte sich, was wäre das am besten geeigneteste Land dafür? Wie wär's mit Nordkorea? Bingo. Und so erreichte Nordkorea innerhalb ein paar Stunden Platz 1 der Abstimmung. Das Marketing-Team fand das nicht so schön und die Seite wurde runtergenommen. 2012, das Marketing-Team der Lay's Chips, die Packung, wo mal gefühlt 40% Luft drin ist, haben eine brillante Idee. Das Internet soll mit einer Online-Abstimmung die nächste Geschmacksrichtung der Chips bestimmen. 4chan wurde darauf aufmerksam. Und naja, wie wär's mit Alligator Chili Chips? Bier, Tränen deiner Feinde. Welcome to the Space Jam. Hey, reich mir mal bitte eine Packung geschreddeter, obdachloser Mann. Du bist adoptiert. Hitler did nothing. Moment mal. Das Prinzip ist simpel. Es wird eine Abstimmung eröffnet, 4chan wird darauf aufmerksam und dann, naja, seht selber. Hey Internet, votet für das Buch, was euer Leben am meisten beeinflusst hat. Wie man sich selber umbringt. Platz 1, Mein Kampf. Hallo Internet, votet alle zusammen für den Namen vom nächsten Mountain Dew Getränk. Hitler did nothing wrong. Super. Es ist sogar im Angebot. Okay, Internet, hierbei kann wirklich nichts schiefgehen. In welcher Schule soll Taylor Swift auftreten und für kleine Kinder ein paar Lieder singen? Ihr dürft entscheiden. Horace Mann Schule für Gehörlose und Schwerhörige?
Moment mal. Hey, wir sind eine Grundschule in Texas und wollen unsere Schule umbenennen. Internet, habt ihr Namensvorschläge? John Cena and Adolf Hitler School for Friendship and Tolerance. Viel Spaß in der Schule, mein Sohn. Welches L'Oreal-Model soll Miss Glossy 2015 werden? Das ist natürlich alles höchst verwerflich und absolut gar nicht lustig. 4chan war außerdem auch für die zahlreichen Raids bei Habbo Hotel verantwortlich. Die Regeln waren einfach. Einen Account erstellen, Charakter mit Anzug, großem Afro, dunklem Skin und anderen Leuten den Weg zum Pool blockieren. LOL, du kannst nicht schwimmen. Der Vorwand? Im Pool sei AIDS, deswegen dürfen wir keinen reinlassen. Die Server wurden schließlich komplett überflutet von 4chan-Usern und die Bewegung zog sich sogar bis ins Real Life. Leute fingen daraufhin an, echte Schwimmbäder dicht zu machen, wegen AIDS. Und somit entstand das legendäre Pool is closed. Wer da ein bisschen in die Tiefe gehen möchte, kann sich die Videos von Internet Historien angucken. Sehr klare Empfehlung. Und hier zeigt sich auch die nächste Kunst des Trolls. Das Trollen ins Spiel. Neben altbewährten Methoden wie einfach in das gegnerische Team rennen, um absichtlich zu sterben oder den ganzen WoW-Raid zu sabotieren. Leroy, you were just stupid as hell. Oder alles von anderen Leuten zu zerstören. Gibt es natürlich auch kreativere Methoden, um den Spaß für andere zu verderben. In den Souls-Teilen kann man überall in der Welt für andere Spieler Nachrichten hinterlassen, welche anderen dabei helfen sollen, den Weg oder Items zu finden. Geheimgang voraus? Einfach springen? Das ist ja nett. Das Ding ist nur, in den Spielen gibt es tatsächlich Geheimgänge, die man finden kann, wenn man zum Beispiel gegen eine Wand schlägt oder die richtige Klippe runterspringt. It don't go down. Da es in den Spielen aber sonst keine Hinweise darauf gibt, wo letztendlich ein Geheimgang ist und wo nicht, muss man auf die Nachrichten vertrauen. Und die stehen wirklich überall. Geheimgang voraus. Neben wirklich jedem weiblichen NPC steht der obligatorische Versuch, Finger, weil, Loch, Kommentar. Zeit für Finger! In vielen Spielen kann man außerdem die Wege von anderen blockieren, was manchmal ein ganzes Match entscheiden kann. Und 2017 wurde in Spielen eine ganz neue Trolldimension eröffnet. Mit dem Hype von VRChat. Ein Virtual Reality Ort mit viel zu vielen Anime-Mädchen und sehr vielen Männern, die sich als Frauen ausgeben. Are you ready to take it to the next level? Viele Leute hielten es für eine super witzige Idee, sich als den etwas verzerrten Knuckles zu verkleiden und die Zeilen aus dem Low-Budget-Film Who Killed Captain Alex rumzubrüllen. He knows the way of using a gun! Mikrofon komplett laut aufdrehen, versuchen wie ein Drogenlord aus Uganda zu klingen und schon war man innerhalb kürzester Zeit das nervigste Meme aller Zeiten. Celebrate, my friend. She must accept that this is the way. Oh, this is definitely the way. Yo, my niggas, come here. Und dann wurde das Meme gecancelt, weil es offensive sei, den afrikanischen Akzent nachzumachen. Ihr wisst ja. Das Internet. Ah ja, und kleine Kinder komplett für ihr Leben zu traumatisieren, ist natürlich auch gern gesehenes Trolling. Später, als sich dann Twitch-Streamer etablierten, wurde auch einer neuen Art von Trollen die Türe geöffnet. Man nehme sich eines der größten Streamer, sucht sich ein Markenzeichen mit einem passenden Tanzmove oder Finisher und los geht das Stream-Sniping. Oder dich mehrere Leute auf einmal streamsnipen. Oh, you fucking bitch ass mother. Und wo wir gerade bei Streamern sind, neben einigen sehr komplexen Text-to-Speech-Nachrichten oder dem klassischen Hey Streamer, lösch doch mal die System32-Datei auf deinem PC. Hat sich eine bestimmte Trollmethode über die Jahre wacker geschlagen. Der Rickroll, der wahrscheinlich älteste Internet-Joke der Welt. Jeder wurde mal gerickrollt. Ein ganzes Baseballstadion, verschiedene Schulklassen oder Rick Astley selber, nachdem er auf Reddit mein Bild postete und jemand in den Kommentaren ein Video von ihm in einem Backstage-Event von damals kommentierte. Und auch andere Bait-Methoden haben sich über die Jahre versucht durchzusetzen. Große Newsportale sind immer noch nicht ganz in der Neuzeit angekommen und lesen gerne einfach mal Quellen aus dem Internet vor, ohne diese vorher zu prüfen.
KTV has just learned the names of the four pilots who were on board the flight. They are Captain Sum Ting Wong, Wee Tu Lo, Ho Li Fook, and Bang Ding Ao. Falsche Informationen im Internet zu verbreiten, hat sich über die Jahre dann als gängige Trollmethode etabliert. 2012 hatten sich Gerüchte breit gemacht, dass Justin Bieber Krebs hat. Natürlich wieder ausgelöst durch 4chan. Erst wurden falsche Tweets von Promis erstellt, dann wurde unter dem Kotzvideo auf der Bühne von ihm kommentiert, dass das die Nebenwirkungen von Chemotherapien seien. Justin Bieber ist Krebs. Und so entstand der Hashtag BaldForBieber, in dem man alle Justin Bieber-Fans dazu aufforderte, aus Solidarität ihre Haare abzurasieren. I'm Mr. King Dice, I'm the gamest in the land. 2013 kam das neue Apple-Update für iOS 7 raus und 4chan hatte mal wieder eine ziemlich witzige Idee. Was, wenn wir versuchen, den Leuten zu erklären, dass das neue iPhone-Update das Handy wasserdicht macht, was natürlich überhaupt keinen Sinn macht. Und so war die Idee beschlossen und es wurde Marketingmaterial erstellt, welches verdächtig echt aussah. Und naja, man kann sich denken, was passiert ist. Wer auch immer gesagt hat, dass das iPhone jetzt wasserdicht ist, fick dich. Mein iPhone liegt jetzt auf dem Grunde des Flusses. Ein Jahr später kam dann iOS 8 raus. 4chan dachte sich, wie wär's diesmal mit Apple Wave? Dem neuen iPhone-Feature, mit dem man das Gerät in der Mikrowelle aufladen kann. Versucht auf keinen Fall das neue Wave-Feature. Meine Mikrowelle ist explodiert. Auf keinen Fall euer iPhone in die Mikrowelle legen. Charge your phone in the microwave-Feature. Ein Artikel nach dem anderen, der die Leute davor warnte, ihre iPhones in Mikrowellen zu legen. Aber falls ihr jetzt denkt, 4chan-User hatten nur Böses im Kopf, es gab auch Ausnahmen. 2011 postete ein 4chan-User einen Link, der zu einer eBay-Auktion führte, mit dem Titel Verkaufe 8 Beyblades, um eine zerstörte Badewanne zu ersetzen. Neben einem Bild von zwei Jungen, die ihre Tränen zurückhalten. Laut der Beschreibung haben die Jungen Beyblades in der Badewanne gespielt und dabei nicht gerade wenig Schaden angerichtet. Als Strafe sollten die Beyblades verkauft werden und von dem Geld sollte die Badewanne wieder repariert werden. 4chan-User fing natürlich erstmal an zu träumen. Ich will die Beyblades nicht, ich will nur dieses fucking geile blaue Shirt von dem Jungen haben. Kann man eine Flasche voll mit ihren Tränen dazu kaufen? Danach gab es erstmal ein riesiges Photoshop-Battle unter 4chan-Usern, wovon natürlich manche wieder viel zu weit gingen. Und dann erhöhte man den Auktionspreis auf 69, dann auf 10.000 und schließlich auf 1 Million. Und weil 4chan 4chan ist, wurde die Mutter schließlich gedoxt und bekam Hate-Mails und eBay nahm die Auktion runter. Naja, das war nicht ganz so cool, aber wenigstens wurde somit verhindert, dass echte Käufer die Beyblades abkaufen konnten. Doch Internet-Trolling ist nichts, wo nur User auf 4chan ihren Spaß mit haben. Jedes Jahr zum 1. April kommen Firmen und Entwickler auf die witzigsten Ideen, um es dem Internet mit einem April-Scherz so richtig zu zeigen. Meistens läuft es so. Hey, guck mal, unser neues Produkt. Ein Handy, was riechen kann. Haha. Hier ein Buch, wo ganz viele Passwörter drinstehen, die man benutzen kann. Ganz schön witzig, oder? Eine Roblox-Konsole. Eine Tastatur mit Gas drauf. Bitte kauft jetzt unsere Produkte. Doch natürlich gab es auch ein paar gute April-Scherze, die ihren Ehrenplatz in der Geschichte vom 1. April bekommen haben. 2013 gab es vom Weißen Haus eine sehr besondere und wichtige neue Meldung. And I hope everyone has an awesome day. Die ganze Pornhub-Seite wurde mit Videos von Maiskolben ersetzt. Geil, Kolben. Und bei Overwatch bekommen jedes Jahr aufs Neue alle Charaktere im Spiel zwei Wackelaugen. Fortnite bekam einen Stonks-Skin mit dem Namen Diamond Hands als Anlehnung an GameStop To The Moon. Und Among Us bekam den von allen lang ersehnte Pferdemodus. Among Us, sussy posture. 2020 kam durch die Popularität der Zoom-Meetings noch Zoom-Trolling dazu. Auch das ist total unseriös und extrem verwerflich. Und hier zeigt sich auch die negative Seite vom Troll, denn Trollen kann auch zu weit gehen. Wenn Leute bei großen Streamern anfangen zu swatten, oder die Story von Porky Oliver, der 1974 mit einem Helikopter auf einen Vulkan flog, 50 Autoreifen in den Vulkan warf und die ganze Stadt in Panik versetzte, weil sie dachten, der Vulkan würde ausbrechen. Er sprayte oben in den Schnee April Fools und wartete darauf, dass Polizisten oben beim Vulkan ankamen. Auch diese Geschichte ist wahr, denn Porky Oliver war ein Troll.